eine kurze Führung durch die Ausstellung des mexikanischen Künstlers Rogelio Manzo, betitelt Corporeal and Incorporeal Structures, 20. August bis 24. September 2021. Für Rogelio Manzo bedeutet die Schaffung eines Porträts mehr als die bloße Wiedergabe von Ähnlichkeit. Seine düster anziehenden Bilder der menschlichen Gestalt spiegeln eine Mischung kultureller Einflüsse ebenso wider wie eine unterschwellige Betroffenheit von der Fragilität des Lebens. Rogelio Manzo studierte anfänglich Architektur und beschäftigte sich gleichzeitig mit Malerei. Architektur jedoch empfand er für sich als zu strikt. In den folgenden Jahren setzte er seine Leidenschaft zur Malerei in Verbindung mit dem im Architekturstudium erworbenen zeichnerischen Fähigkeiten um und begann, sich beruflich vollständig erfolgreich der Kunst zu widmen. Manzos Erfahrungen während des Architekturstudiums brachten es unter anderem mit sich, dass er für einen Teil seiner Werke ungewöhnliche Materialien wie Gipsplatten verwendet. Diese Platten modifiziert er, sie werden geschliffen und vorbereitet für den Auftrag von Farben und Lagen von Stoffen wie Seide und anderen Textilien. Manzo experimentierte mit einer Vielfalt von Materialien, um schließlich eine Kombination zu finden, deren Oberfläche sowohl Lichtdurchlass als auch Reflexion zulassen und somit die mit den dunklen Bildwelten kontrastieren und ergänzen. Viele seiner Werke verbinden Eleganz mit Verfall. Der Künstler gibt unumwunden zu, dass seine Bilder an das Makabere grenzen. Aber obwohl sein Werk in dieser Hinsicht Irritation auslösen kann, ist es gerade die Balance von Groteskem und Schönheit, die Attraktion ausübt. Inhaltlich geht es ihm hierbei nicht bloß um die Symbolik von Entstellung und Tod, sondern auch um Vergänglichkeit im Allgemeinen. Wir sind hier und haben so wenig Zeit. Wenn ich eine Gestalt male, die vergeht, erinnere ich mich daran, dass das Leben ein solch kurzer Moment ist.